Map Reset, ein sehr nützliches Plugin, um verschiedene Sachen auf eurem Server zu resetten. Ganz einfach mit dem Befehl Reset World könnt ihr verschiedene Sachen auf dem Server entfernen lassen. Weitere Informationen bekommt ihr in dem Video. Bis gleich. So, für den Download von Map Reset geht ihr wie üblich in die Bucket-Dev-Seite, sucht dort nach Map Reset und dann kommen wir hier auf diese Seite, wo ihr auch seht, dass es hier RAW ein Befehl gibt und eine Permission mapreset.reset und um den Download hier für die spezifische Craft Bucket Version, für mich wäre das jetzt die 1.6.4, dann drücke ich hier drauf, drücke dann hier nochmal auf Download, dann wird es hier, ist hier gedownloadet und dann hätte ich das hier und dann öffnen wir unseren Server und ziehen das Ganze mal, oh hoppala, und ziehen dann das Plugin in den Ordner Plugins rein, so. Und starten mal ganz kurz den Server. So, schließen ihn auch gleich wieder. Dann sehen wir hier, hat sich ein Ordner gebildet. Davon öffnen wir die Config. Und wie ihr seht, die ist nicht groß. World to reset, also welche Welt ihr resettet oder resetten möchtet. Das wäre jetzt bei mir die Welt Basketball. Reset no players, als ob die auch resettet werden sollen, also die zweite Rüstung anhaben sollen. Und Reload Translations, da komme ich später nochmal drauf, und die Translation Englisch. So, speichern wir das Ganze ab, denn wir sehen hier auch noch eine Translation YML. Da könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, das ganze Plugin auf Deutsch umschreiben. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Und dann öffnen wir wieder ganz kurz den Server. So, da ist er. Gehen dann in Minecraft in den Server rein. So. Und dann baue ich mich mal hier raus. Und dann würde ich mal sagen, baue ich hier mal ganz kurz ein kleines Häuschen auf. So vielleicht. Um das euch zu zeigen, was natürlich noch wichtig ist, das werdet ihr dann auch gleich sehen. So. Und wenn ich jetzt slash help eingebe oder slash help map reset, dann seht ihr auch schon den Befehl slash reset world. Das machen wir einfach mal. Slash reset world, so werden wir natürlich wieder an den Spawn teleportiert, aber wie ihr seht, das Haus ist weg. Das ja gut, was dazu noch zu sagen ist, das Plugin resettet nur die Sachen, die seit dem Plugin gebaut wurden, also Beispiel dafür ist natürlich hier dieser Basketballplatz und alles andere hier, das war ja schon davor drauf, bevor wir das Plugin drauf gemacht haben. Das heißt, wenn ihr einen ganz frischen Server habt und da gleich seit Anfang an immer Map Reset drauf laufen lässt und dann ihr irgendwann mal möchtet, dass die Welt wieder zurückgesetzt wird, weil, keine Ahnung, ihr habt wieder Lust neu anzufangen, aber ihr findet die Welt einfach nur so gut, dann resettet es natürlich alles, was ihr bisher da gebaut habt. Bei uns war es ja so, dass ich das Plugin erst draufgehauen habe, wo ich hier dieses Haus gebaut habe. Deshalb wurde auch nur dieses resettet. Das ist noch wichtig dazu zu sagen. Und ja, das wäre es dann auch schon hier für dieses Plugin. Nicht ziemlich groß, aber ich finde es ziemlich hilfreich. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und seid auch nächsten Samstag wieder dabei, 17.30 Uhr, wenn es um das nächste Bucket-Plugin geht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen
und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.